Mit der Fachkräfteallianz Sachsen unterstützt der Freistaat Sachsen langfristig die sächsische Wirtschaft und deren Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung. Der demografische Wandel stellt für die Unternehmen in ganz Deutschland eine große Herausforderung dar. Der Freistaat Sachsen ist besonders betroffen, da nach der Wiedervereinigung viele Fachkräfte abgewandert sind. Wirtschaftswachstum, expandierende Unternehmen sowie die Neuschaffung von Arbeitsplätzen bedeuten, dass dafür Fachkräfte benötigt werden. In einzelnen Branchen, insbesondere im Handwerk und bei Klein- oder Kleinstunternehmen, werden bereits Fachkräfte dringend gesucht. Teilweise können offene Arbeitsstellen lange Zeit nicht besetzt werden. Auch die Besetzung von Lehrstellen gestaltet sich vermehrt als schwierig. Besonders in ländlichen Regionen sind Firmeninhaber mit der Frage konfrontiert, ob sie den Betrieb weiterführen können oder nicht. Dabei steht der Freistaat Sachsen in Konkurrenz zu anderen Regionen in Bezug auf Arbeitsplätze. Das wichtigste Thema ist dabei, eine gut bezahlte und sichere Arbeit anzubieten. Weitere wichtige Themenschwerpunkte, um Arbeitskräfte im Sachsen zu halten bzw. den Unternehmen bei der Gewinnung von Fachkräften zu helfen, sind: Rekrutierung von gut ausgebildeten Menschen innerhalb Sachsens, notwendige gesteuerte Zuwanderung, dabei steht die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt im Fokus. Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit Familie und Beruf, Hervorheben der dualen Berufsausbildung. Konsequente Weiterbildung der sächsischen Arbeitskräfte nach dem Motto lebenslanges Lernen. Die Fachkräfteallianz des Freistaates Sachsen besteht aus Vertretern der sächsischen Wirtschaft und Wirtschaftsverbänden, den sächsischen Industrie- und Handelskammern, den sächsischen Handwerkskammern, Gewerkschaften, den kommunalen Spitzenverbänden, der Bundesagentur für Arbeit und der sächsischen Staatsregierung.